Moin Leute, was geht ab und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Ich freue mich natürlich wie immer, dass du eingeschaltet hast. Ja, und heute zu einer neuen Folge vom Speedbuilder Battle. Ich hatte da ja mal vor einiger Zeit gegen Phil die erste Folge aufgenommen und das kam bei euch ziemlich gut an. Und heute ist endlich die Zeit gekommen, uns einen weiteren Gegner zu suchen. Ihr seht schon, wer da am Start ist. Ja, ich bin's, der Mox. Hallo. Grüße dich auf jeden Fall, Timo. Ihr habt ziemlich oft unten in die Kommentare geschrieben, dass wir das mal mit etwas teureren Spielern machen sollen und auch etwas mehr Budget. Wir werden das heute jetzt alles auf der PlayStation machen, denn ihr wisst ja, ich spiele auf der Xbox, Mox auf der PlayStation. Von daher ist das für uns etwas schwierig. Ich mache das aber mit meinem RTG-Account, da habe ich mittlerweile einige Münzen. Sollte auf jeden Fall klar gehen. Ich werde euch die Regeln auch nochmal unten in die Beschreibung verlinken, falls ihr das nicht mehr auf dem Schirm habt. Wir haben ein Budget von 250.000 Münzen. Müssen, wie gesagt, gleich dem Gegner einen ziemlich guten Inform, so war die Abmachung, und auch eine ordentliche Formation geben. Und danach haben wir 10 Minuten Zeit, unser Team zu bauen. Und ich würde sagen, Timo, wir können direkt mal starten. Welchen Spieler hast du denn heute für mich ausgesucht? Also, ich habe ein bisschen meine Gehirnzellen aktiviert und so ein bisschen nachgedacht und bin zum Entschluss gekommen, dass du dir Leroy Sané in Form gönnen kannst. Der nice. Kostet so um die 180.000. Mit dem hast du, glaube ich, eine ganz gute Verbindung. Dachte ich mir, ja. Geiler passt das für dich? Ja, ne? Das passt auf jeden Fall. Habe ich mir fast gedacht. Leider, genau, aber auch den Inform und nicht die UEFA Champions League Karte, weil ich habe jetzt natürlich gerade hier die gute Champions League Karte bekommen. Warum gibt es hier drei Karten von dem? Das verstehe ich nicht mit 87. Keine Ahnung. Weil es doch noch keine rote Karte geben kann, oder? Doch, glaub schon, oder? Doch, ne? Ja, ach, doch. Ist auch echt ziemlich egal. Wieder absolut verplant. Passt auf jeden Fall sehr gut. In welcher Formation soll ich denn heute mein Team bauen um Leroy Sané? 4, 3, 2, 1. Das ist auf jeden Fall eine ordentliche Formation. Damit kann ich Sané, der ist ja leider auf der linken Seite als Linksfuß. Besser wäre natürlich rechts, um dann einfach so die Time-Finesse zu machen. Aber passt auf jeden Fall ganz gut, bin ich sehr mit zufrieden mit deiner Auswahl. Ich habe natürlich bei dir auch halt nachgeguckt, wen ich am besten nehmen kann. Ich weiß, du hast den roten Mertens gezogen. Mertens ist ja auch extrem gesunken, weil er war jetzt in diesem Best-of-Team auf dem, ja, bei dem Black Friday. Und deswegen muss ich sagen, dass das ungefähr ziemlich genau passt. Hat ja zwar eine Bewertung mehr, aber ungefähr von den Münzen geht das da. Deswegen kannst du gerne deinen roten Mertens benutzen. Das klingt super. Ich würde dir die 4-3-3 vorschlagen, allerdings die mit den beiden ZDMs, also auch die dritte Variante, möchte ich, dass du in der spielst. Okay. Ich hoffe, das geht in Ordnung. Die ist auf jeden Fall ziemlich, ziemlich einfach zu verlinken, weil du hast halt einfach nicht so viele Links. Ja, das ist richtig. Spielerisch ist vielleicht die 4-3-2-1 ein bisschen besser, dafür ist es halt auch schwieriger zu verlinken. Von daher, ich denke mal, es ist ungefähr ausgeglichen. Mox, hast du noch eine Frage oder können wir loslegen? Ja, die einzige Frage wäre, wann es losgeht. Ne? Ich bin auf jeden Fall bereit. Auf geht's. Da für euch nochmal wichtig als Info, diese 250.000, die wir haben, sind natürlich für die anderen 10 Spieler. Also ich habe jetzt ja hier die 195.000 für Leroy Sané bezahlt und die zählen dann natürlich logischerweise nicht mit rein. Timo, ich würde sagen, wir können diese 10 Minuten starten, wenn du bereit bist. Ich bin bereit, ja. Okay, 3, 2, 1, go. Und der Timer ist gestartet. Wir haben beide nebenbei auch noch Footbin auf. Ich weiß auf jeden Fall schon, wen ich mir in den Sturm stellen werde wahrscheinlich. Ich denke mal, das können sich die meisten schon denken. Es wird auf jeden Fall ziemlich fresh. Der sollte schon mal am Start sein und ansonsten weiß ich es wirklich noch überhaupt nicht. Also ich will dich nicht unter Druck setzen, aber die erste Minute ist oh, was? Oh mein Gott. Ey, das ist so krank, ne? Aber ich bin eigentlich gerade gut unterwegs. Nicht. Ja, das sieht schon mal ordentlich aus. Erstmal gucken, was das gerade hier so kostet, was ich mir baue. Sonst bin ich gleich schon bei irgendwie 2,5 Millionen oder so. Ja, Freunde, das sieht schon mal. Ich habe eigentlich eine ziemlich geile Idee. Also bis jetzt bin ich sehr, sehr zufrieden mit dem Team. Denk dran, auch kaufen, ne? Weil das war beim letzten Mal für mich ziemlich knapp, aber naja. Ja, mit dem kriege ich das nicht hin.
Das ist schon ein freshes Team, wenn ich das so baue. Ja, das machen wir safe, Freunde. Safe machen wir das. Was ist das für eine Karte? Ah nein, da oben der Link. Ah, das wird aber genau passen, ne? Also ich bin bei 154. Ne, warte mal. Wie kann ich das denn sonst noch machen? Boah, mein Team kostet genau 200k. Beste Leben. Ich kann es mir leisten. Nice. Wir haben noch 4 Minuten 26. Boah, ich muss jetzt alle absolut schnell kaufen. Wie teuer ist der? Bitte sei nicht teuer, Bruder. Ja, dann baue ich das so. Ich bin bei 246.000 laut Footbin. Boah, boah, oh mein Gott. Das Problem ist, also wenn ich jetzt überteuert kaufe, aber ich denke mal, das sollte trotzdem klar gehen. Viel mehr als 4K werde ich nicht ausgeben. Ich habe gleich 5-6 vergessen oder so. 1 Minute 45, ich brauche noch so viele Spieler. Ich brauche, glaube ich, locker noch 5 oder so. Oh mein Gott, oh mein Gott. Richtig Panik. Ich weiß nicht, wen ich noch brauche. Habe ich alle? Hab einen vergessen. Eine Minute noch. Oh mein, also noch 1 Minute 10. Ich muss mich so beeilen. Warte, kann ich dir noch hier so ein Positionsding geben, ja, ne? Bei mir wird's so knapp, bei mir wird's so knapp. Ich mein's ernst. Bei mir wird's so knapp. Kauf den einfach. 29 Sekunden, ich brauche noch zwei Spieler. Und ich habe danach nicht mal in mein Team geschaut, ob ich nicht einen vergessen habe. Aber da habe ich jetzt keine Zeit mehr zu. 20 Sekunden. Oh mein Gott, nein. Bitte nicht. Kauf bitte, den. Sind alle abgelaufen. Kauf den. Jetzt beeil dich. Nein, noch 10 Sekunden, bitte. Bitte, bitte, bitte. Geh weg, geh zurück. 8 Sekunden. Warte, schnell eingeben. Nein, ich bin so nervös. Bitte, bitte kauf die 2 Sekunden. Was hast du eigentlich heute gegessen? Oh mein Gott, das hat noch gezählt. Weil jetzt läuft gerade mein Timer ab. Ihr hört's. Oh, ich hab den Safe für 20 Millionen mehr geholt gerade. Ihr habt den für 15 geholt, der kostet 12. Egal, das sind die 3000. Ich muss erstmal den Timer ausmachen. Oh. Also ich habe nicht nachgeschaut, ob ich jetzt jeden Spieler habe. Ich hoffe einfach mal. Wir können jetzt einfach mal gemeinsam gucken. Aber das sieht, glaube ich, ganz gut aus. Ja. Ah, der hat sogar auch einen Hunter drauf. Deswegen habe ich ihn auch für 15k geholt. Hat sich richtig gelohnt. Und ich hoffe, den habe ich auch geholt. Oh, Freunde, das war ein Foto-Finish. Das war auf jeden Fall extrem knapp. Aber jeder Spieler hat bei mir volle Chemie. Und ich muss sagen, es ist ein richtig geiles Team geworden. Es ist auch, soweit ich sehen kann, NLW. Und Timo, ich habe auf jeden Fall Bock auf das Spiel. Bist du mit deinem Team zufrieden? Ja, doch. Also dafür, dass 10 Minuten und nicht so viel Budget, finde ich es eigentlich echt nicht schlecht. Die Innenverteidiger sind halt, ja, gut, aber der Rest ist krass eigentlich. So, Freunde, ich habe jetzt hier den guten Timo eingeladen. Also nochmal gesagt, ich bin mit meinem Team sehr zufrieden. Vorne hoffe ich halt, dass mein Stürmer und mein rechter Flügel sind jetzt schon gute Spieler. Aber ich habe natürlich viele Münzen in meine Abwehr und auch in mein Mittelfeld investiert. Wir haben auf jeden Fall unsere ganzen Stars auf die Bank. Ich nur Leihspieler. Mox hat auf jeden Fall sein Eusebio auf die Bank gestellt. Ja, man kennt ihn. Falls es nicht läuft. Ich habe hier die guten E-Sport-Trikots am Start. Ist ja nur mein PlayStation-Account. Und wir schauen jetzt mal, was uns Timo so gebaut hat. Und das sieht auf jeden Fall ziemlich nice aus. Bundesliga, Premier League, Serie A, Hybrid. Mit Reus, Witzel und dann mit Kompany. Der hat natürlich nicht so viel Plays. Ja, ne? Das meinte ich. Aber sonst ist eigentlich okay. Was sagst du meinem Team? Sieht fresh aus. Ja. Und das habe ich mir schon fast gedacht. Weil bei mir wurden einfach so Dreamscore-Spieler angezeigt. Hä? Keine Ahnung, was das ist. So, neuer Versuch. Ich hoffe, Timo kann jetzt mein richtiges Team sehen. Oh mein Gott, das ist auf einmal ein ganz anderes Team als gerade. Dein Ernst? Ja, oha, das ist voll gut. Isco, aber Modric. Ist das jetzt richtig, das Team? Ja, klar. Aspas. Okay, also, ja, genau. Okay, perfekt. Okay. Sieht auf jeden Fall gut aus, muss ich sagen. Ich komme absolut nicht klar auf PlayStation-Controller wieder. Ich liebe es einfach. Oh, Rüdiger hat sein Köpfchen dazwischen. Der hat doch alles investiert. Nein, geh weg. Ja, das ist mein erstes Game nach dem Patch, ne? Oh. Ich hab ein bisschen Sorge, dass das nix wird hier heute. Mann, was machen die?
Ey, es ist gleich 10. Minute. Ich hatte noch nicht einmal vernünftig den Ball. Ey, Mann, wohin? Oh, jetzt endlich. Ja, war nur gelb. Ja, Timo. Ich weiß, das war mein gelb. Fehler. Timo macht dir direkt ey! Die Skillshow. Ey, nein, nein, nein. Ey, wie, warum läuft es eigentlich die ganze Zeit so, Mann? So, jetzt auf geht's. Komm, oh. Dann können wir. Jawohl. Aspas, lauf, Junge. Wer ist das da gegen dich? Mendy. Lauf, Aspas. Boah, wenn Aspas ein Tor macht, ne, dann, ich weiß, das ist der Einzige, den ich aus deinem Team gehatet habe. Safe verschließt er mich ab. Ey, der Company ist Maschine bei dir, ich mein's ernst. Ich kauf den für mein Main-Team statt Maldini. Ja. Ja! Nein! Was? Nicht wie geht der an meinem Torwart vorbei? Ich hab den eigentlich dahingestellt. Ja, aber er war einfach ein geiler Schuss, Bruder. Er war echt geil eigentlich. Ey, wenn du da so rumspielst, ne? Da. Ich kann safe einfach nur noch beten. Beten, dass irgendwann gleich meine CPU den Ball erobert. Oh, jetzt Aspas läuft. Das sieht gar nicht gut aus. Gegen dein Company. Ah, Aspas läuft doch nicht, war nur Joke. Doch, er läuft. Da ist er, Aspas, komm, Junge. Was? Rote Karte, der hat schon gelb. Der hat schon gelb. Ja, der hat ehrlich schon gelb, das habe ich nicht nur so gesagt. Ey, das ist so eklig, wenn du hier drumherum spielst, ne? Du hast echt 58% Ballbesitz, aber das war nice gemacht, muss ich sagen. Da muss ich auch Trauer bewegen. Endlich mal grüner Time, finde ich. Schiri, pfeif mal ab jetzt. Abpfiff. Ey, ich hab grad. Ey, du hast mich voll verwirrt. Ich hab echt geguckt, wie viel Zeit ich noch hab. Wehe, der pfeift jetzt ab. Ja, ja, jetzt soll er nicht ab. Oh. Nee, pfeif nicht ab. Ref pfeift nicht ab. Ecke, lass mal noch. Ecke! Ey, na gut, wir sind gut im Spiel. 60% Ballbesitz und 33. 30% Ballbesitz. Oh mein Gott, ich hab noch nicht so viel Ballbesitz. Aber wir stehen noch 0 zu 1. Jungs, wir hatten unsere eine Torschung, der hätte drin sein können. Also, wenn der drin gewesen wäre, wäre echt krank gewesen eigentlich. Siehst du? Also, ich lauere nur auf meine eine Torschung. Zweite Halbzeit. Jetzt, Jungs, das ist unsere Chance. Sané, da oben läuft er. Was ist das für ein Pass? Das war sogar mit links. Was ist das für ein Laufweg eher? Da läuft so eine Kurve irgendwie. Mann, zwei gute Chancen haben wir gehabt, Jungs. Geh doch mal weg mit deinen 10 Leuten da. Guck dir das mal an. Sané steht. Jetzt, auf geht's, Jungs. Auf geht's. Auf geht's. Zack. Zack. Boah. Nein. War eigentlich unser gut zweiter gemacht. Torschuss. Aspas gelb, nachdem er aufs Tor gekommen war. Ja, war auch nicht gut. Schuss nicht gut genug. Eckentor. Ecke kommt. Boah. Was macht der denn? Ich hab's so bereut. Goretzka. Goretzka, Junge. Alaba läuft, Junge. Zieh. Ja, Sané in der Mitte. Was? Company. Wie klärt Company denn den Ball? Company größer Maldini. Ich hab den Safe drin gesehen. Ja, das war richtig krank eigentlich. Ja, und dann zeigen die hier Highlight Goretzka. Ich will die andere Chance sehen. Oh. Aber ich darf natürlich auch nicht ganz All-In gehen, weil sonst liege ich gleich 2-0 hinten. Aber Aspas, na, ich hab den eigentlich hochgespielt, aber egal. Macht nix, Isco. Könnt's auch flach spielen. Haben wir noch. Oh, oh. Das wird ein schwieriger Hase hier. Gehen wir lieber auf die Linie. Gut, Jungs. Das war so schön gespielt. Ja. Das war mein schönster Angriff in dem Game. Oh, oh. Oh, wieder den Geheimnis. Ey, das gibt's doch nicht. Ich hab richtig gelackt gerade. So, jetzt volle Konzentration. Eine Bude müssen wir machen hier. Egal wie. Muss rein. Muss sein. Da unten läuft der Alaba, Junge. Jetzt. Da ist er. Da ist er, der Aspas. Wie kann man so lacken, Timo? Das geht doch nicht. Hä? Was meinst du? Ja, wie hä? Der was? Nein! Lauf! Er kann nicht mehr! Warum? Warum kann der nicht mehr? Easy. Nein! Bitte kein Abseits, bitte, bitte, oh, oh. Bitte. Letzte Chance. Nein, wer du machst noch ein... Nein, das war absolut. Ich wollte zu Reus passen, der passt zu Mertens, das gibt's nicht. Nein. Nach vorne direkt. Ah nee, das war's. Er pfeift nicht ab. Oh mein Gott. Oh. GG, Timo. GG. Glückwunsch auf jeden Fall. Das war ein geiles Match. Das war auf jeden Fall ein geiles Match. Erste Halbzeit würde ich sagen, geht an dich. Zweite relativ ausgeglichen. Du hattest natürlich immer noch auch deine Chancen. Ja, durch Konter halt nur, ne? Genau, du hattest noch die eine Chance mit Reus, da hatte ich ein bisschen Luck. Aber ich glaube, ich hatte auch zwei Chancen, wo du einmal da mit Company und einmal, wo du auf der Linie klärst. Ja, Mann. Also mit einem bisschen Glück, auch wenn die Stats das natürlich nicht so sagen, glaube ich, gehe ich hier mit einem 1-1 raus, aber dass du gewinnst, geht insgesamt, glaube ich, auch in Ordnung.
Und ja, wie immer, ich habe bei 1 zu verloren, muss ich jetzt einen Spieler abstoßen. Ich werde mein Team jetzt mal bunt durchmischen. Und natürlich hoffen, dass Timo ja, nicht den allerbesten Spieler trifft. Ihr wisst ja, RTG. Ich nehme den linken Stürmer. Oh, der ist sogar verletzt. Dachtest du, dass ich nicht umstelle vielleicht? Ja. Ja, das war leider nur der Gabriel Jesus. Da habe ich Glück gehabt, 8500. Toll. Ist jetzt auch nicht geil, aber ist auf jeden Fall völlig in Ordnung. Ja. Da habe ich echt Luck gehabt. Fresh. Timo, auf jeden Fall vielen Dank an dich, dass du am Start warst. Ihr könnt ihn natürlich gerne abchecken. Unser letztes Video, erster Link unten in der Videobeschreibung. Und du hast natürlich das Schlusswort. Ich habe das Schlusswort. Auf jeden Fall danke, dass ich am Start sein durfte. Hat mega Bock gemacht, innerhalb von 10 Minuten ein freshes Team zu bauen und dann noch zu zocken. War cool. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da auf dem Video und abonniert Tim Latka, bester YouTuber EU West. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und ciao.